Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Forts Multiplayer Gameplay. Ja, wir sind hier im 1 gegen 1 auf Hangtime unterwegs gegen einen anderen deutschen Spieler. Es ist kein Ranked aus Transparenzgründen. Es ist einfach ein 1 gegen 1, um immer wieder reinzukommen. Denn, wie man hier sehen kann, oder auch im letzten Video sehen konnte, hatte ich ja einige Probleme, diese Verbindung hier korrekt mal wieder auszutasten. Und da gab es dann einfach mal kurzen Nachholbedarf, das mal wieder sich zu erinnern. Das hat jetzt noch nicht so ganz geklappt und ich habe auch keine Ahnung, wie ich jetzt die Windräder, ehrlich gesagt, richtig ziehen soll. Aber wofür ist man Ingenieur geworden, wenn man sich nicht kreativ ausleben könnte? Es könnte jetzt ein bisschen ugly werden, ne? Sag ich immer. Hat der Arzt bei meiner Geburt aber auch gesagt. Deswegen ist das okay. Es ist ja einfach nur ein Meisterwerk, ne? Also sagt mir, wann ihr jemals so einen schönen Basebild hattet mit den Back-to-Binds. Holy shit. Ist das schön. So. Ja. Wie immer gilt natürlich, wenn euch dieses Video gefallen sollte, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, solltet ihr es noch nicht getan haben. Es ist kostenlos, ihr könnt euch immer umentscheiden und ihr würdet mir eine Menge helfen. Außerdem lasst gerne ein Follow auf Twitch da, denn wir sind heute wieder live, wie es sich gehört, donnerstags um 20 Uhr die volle Goldspammer-Dröhnung live auf Twitch, meine Freunde. So, Hangtime, wir gehen hier klassisch für den Laser Rush. Lassen uns ja gar nichts anmerken. Hier wieder die Harassment-EMP. Ja, ich hoffe, der Gegner, der wehrt sich jetzt ein bisschen heftiger als der im letzten Video. Das Ganze mal ein bisschen spannender wird. So. Und noch ein bisschen mehr Wind. So, zack. Ja, was soll ich sagen? Ich habe die, ich habe schon die ersten beiden Vlogs aus Portugal fertig. Der erste ist ein bisschen ruhig, da wird wenig geredet, geht mehr so um, ja, das Feeling fürs Reisen quasi. Und der zweite, der ist übel nice geworden, finde ich. Also die Aufnahmen sind wirklich schön geworden. Da haben wir eine Höhlentour gemacht an der Algarven, also an der Stallküste. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Ich muss noch ein paar Sachen da hinzufügen, aber dann werden die hochgeladen. Seid gespannt, bleibt auf dem Laufenden und immer schön die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr das auch nicht. So. Ja, ich habe, man kann sagen, Prokrastination auch auf ein neues Level gehoben. Ich schreibe nämlich in 2 Stunden 50 eine Klausur und anstatt mich nochmal auch vorzubereiten, nehme ich hier gerade eine Runde Forts auf. Aber die Prioritäten müssen eben gesetzt werden, ne? Und ich mache die Regeln nicht. In diesem Sinne würde ich sagen, rein da in den Gegner, ne? Ja, und auch rein in den Float. Natürlich ärgerlich jetzt, aber jetzt nicht erstmal unseren Platz mal. Ach, die Fabrik ist gestunt. Ich kotze im Strahl, Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Danke. Oh mein Gott, einfach mal ein Gunner, der was trifft. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal vorgekommen ist. Ja, Freunde, und was soll ich sagen, was mich noch so beschäftigt, als ich zurückgekommen bin, habe ich mich erstmal gewundert, wie kalt es in Deutschland in den letzten 2 Wochen geworden ist. Und ja, angesichts der steigenden Energiepreise, habe ich so verschiedene Alternativen überlegt, wie ich mich da irgendwie von loslösen kann. Unter anderem
habe ich überlegt, einfach mehr in der Uni zu chillen und da zu lernen, tagsüber, damit ich halt nicht heizen muss, tagsüber. Ja, und dann ist einfach mal verkündet worden, ja, dass die Uni genau den gleichen Plan hat, zu sagen, wir machen die Räume zu und machen Online-Unterricht, damit die die Energiekosten nicht zahlen müssen. Ja, das nenne ich mal, hier, ne? Soziales Land auf jeden Fall. Einfach mal die Kosten auf die Studis umwälzen, die können es, ja. Richtig nice auf jeden Fall. Ja, also muss ich mich damit abfinden, dass ich wohl einfach drastisch Energie sparen muss, bevor ich keine Zahlung der absoluten Hölle kassiere. Sprich, ja, mal wieder kalt duschen. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Muss ich mir jetzt mehr dran gewöhnen. Und auf jeden Fall versuchen, so oft wie möglich die Uniräume zu nutzen. Weil ich glaube nicht, dass die Bibliothek zu machen können. Wird wahrscheinlich ein bisschen voll sein, weil viele Studierende so am Limit leben, sag ich mal. Und dementsprechend eine warme Umgebung suchen ohne Heizkosten. Aber, ja, darauf wird es wohl hinauslaufen. Wie seht ihr das? Wie macht ihr das? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie unsere Community so davon betroffen ist. So. So, die sind erstmal safe jetzt hier gegen Laserangriff. Noch ein bisschen mehr Wind. Upgradet die Minen, okay. Da habe ich jetzt erstmal weniger Angst vor. Wir halten wieder in die Türen rein, weil noch haben wir jetzt so wenig Schaden, um da irgendwie Richtung Kern zu kommen bei dem ganzen Woodspam. Deswegen immer schön die Türen rausnehmen, seinen Progress verlangsamen und gucken, dass es ihm ins Geld geht. Lange Sicht wird er das natürlich ausspielen können, weil er jetzt halt die Minen geupdatet hat. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mehr Damage stecken. Wir brauchen mehr Damage. Aber ich glaube, erstmal halten wir nochmal rein. Vielleicht lässt er sich ja baiten auch oder so. Gucken. Komm, Junge, mach doch auch da jetzt. Ich muss aber sagen, ich mach's halt auch wirklich nicht smart. Ich meine, ich float hier weg. Ich könnte halt einfach alles upgraden, theoretisch. Aber irgendwie habe ich Angst, nicht den richtigen Moment zu treffen. Oh yeah, jetzt so ein schöner Gehirnausfall. Ist das schön. So, komm Junge, du willst doch nochmal schießen. Junge, was? Wie lange brennt das denn da? Warum löscht er das nie? Crazy. Oh, das mal schön verheilen. Und da kriegen wir den Counter-Snipe. Oh mein Gott, war der teuer. Ich kotze. Der war wirklich teuer, teuer, Mann. Na, bauen wir das hier erstmal zu. Und alleine bringt uns ein Feuerlaser auch nichts. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Das wirft uns jetzt zurück, aber wir behalten natürlich die Ruhe.
fokussieren uns darauf, einfach auf ein Rebuild. Das ist unsympathisch jetzt hier. Aber nicht weiter schlimm. So, können Sie den Plasma replacen? Zack. Aber jetzt sind wir natürlich erstmal ein bisschen waffenlos quasi, ne? Ein bisschen hilflos ausgeliefert quasi. Das war unnötig. Boah, das war wirklich unnötig. So, versuchen jetzt hier mal noch direkt den dritten Plasma. Den zweiten Plasma-Laser zu enden. Denn einer reicht, glaube ich, bei dem nicht mehr. Der ist so am Upgraden auch, ey. Der ist so ahead. Ich glaube, ich muss jetzt mal nachziehen. Ja, ja, löschen. Baut das denn so lange? Stell euch mal so einen Spielmodus vor in Forts, aber alles baut so wie mit der Architekten aktive. Das wäre doch mal was. Wie schnell man einfach die Taktik switchen könnte. Ey. Innerhalb von 30 Sekunden von Laser auf Holze. So, genau. Mittelfristig brauchen wir auf jeden Fall da unten mal eine Expansion. Das wäre aber schlecht, wenn wir die da einsetzen, dann gibt es da keinen Wind mehr. Wir gehen mal hier runter. Boah, jetzt ist das alles krumm und schief. Ey, fahrt nicht in den Urlaub, Freunde. Macht es nicht. Ihr kommt wieder und ihr spielt wie der letzte Mensch. Es ist wirklich einfach nur ein Graus. Also berücksichtigt das bitte in der Abwägung, in den Urlaub zu fahren, dass ihr in Forts dann einfach nicht mehr so high performen könnt. Boah, ist das auch Qualm. Ist ja so am Qualm, ne? Zack, 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 zack. Oh. So, jetzt reicht aber hier. Komm, komm, Junge. You want it. Mann, so wird das gespielt. So und nicht anders. Schön so richtig dirty Counter-Snipen, ey. Ja, das war mehr so ein Blindschuss, aber jetzt können wir den Follow-up machen. Er hat... Ja, er hat ein Schild. Das darf der doch gar nicht. Na gut, dass wir dagegen was haben, ey. Jetzt können wir uns endlich mal um hier unten kümmern.
100%. Ja, ist aber ist illegal, ne? Zack, zack. Gegen den Laser absichern. Und noch mal rein. So, ich schieße mal dahin. Okay, wir schießen nicht dahin. Wir schießen doch nicht dahin. Mann, aiming. So, Minen upgraden, sonst sind wir. Alter, wir sind so lange schon wirtschaftlich behind. Krass, dass der uns noch nicht irgendwie. Dass er das noch nicht aufspielen konnte. Oh, da ist kein Schild, oder was? Mann! Oh, what happened there? Das sah aus wie eine Akku-Explosion. Das tut natürlich weh. So, das ziehen wir jetzt hier hoch, damit eine Bassor nicht direkt die Verbindung trennen kann. Hier kommen gleich Gunner hin, dann haben wir schon mal so einen kleinen trenchmäßigen Aufbau gegen EMPs oder so. Wenn er die Schilde bei uns aufmachen will. Oh boy. So, jetzt kommt der Gegenschlag, der Counter-Strike. Zieh auf seine Schilde und dann direkt der Follow-up auf seinen Kern. Das haben wir so gut vorbereitet, das muss jetzt klappen. So, zack, Schilde aus, Feuer rein. Lass mal rein. Jawollo. In diesem Sinne, Freunde, nicht vergessen, heute 20 Uhr. Sports Action live auf Twitch. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ich würde sagen, bleibt gesund, bleibt fit und bis zum nächsten Mal.